Einen wunderschönen. Hier ist Krone SK und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Format. Sicherlich kennen die meisten von euch X-Faktor, das Unfassbare. Eine Sendung mit gruseligen Kurzgeschichten, bei welchen die Zuschauer erraten sollen, ob jede einzelne Geschichte auf wahren Begebenheiten beruht oder frei erfunden wurde. Am Ende der Sendung löst der Moderator, in der ersten Staffel noch James Brolin, danach Jonathan Frakes, die Geschichten auf. Nun habe ich mir schon des Öfteren die Frage gestellt, wie wahr denn die Geschichten bei X-Faktor wirklich sind. Der Moderator sagt bei einer wahren Geschichte meist dazu, dass Namen, Orte und Details verändert wurden. Doch wie stark wurden besonders die Details verändert? Und genau darum soll es in diesem neuen Format namens Kronfaktor gehen. Es geht um die wahren Geschichten hinter den wahren Geschichten. Nun beziehen sich so einige der Folgen auf urbane Legenden, die zum Teil sehr schwer herauszufinden sind, da die Angaben bei X-Faktor zumeist nicht sonderlich genau sind. So heißt es beispielsweise, dass eine ähnliche Geschichte an der Westküste in den 80er Jahren passiert ist. Dies umfasst also einen Zeitraum von etwa 10 Jahren und mehrere Bundesstaaten in den USA. Deswegen dauert die Nachforschung natürlich einige Zeit. Dies ist also kein Format, was mal eben jede Woche kommen kann. Besonders da das Internet dazu nicht mehr ausreicht. Auch Bücher, Zeitungsartikel und so weiter muss ich dazu nutzen. Insgesamt soll dieses Format also irgendwann einmal 131 Folgen haben. Also, wie viele von euch sicher wissen, gab es bei X-Faktor eine Folge, die Napoleons Stuhl hieß. In dieser Folge kaufte ein Antiquitätensammler namens George Talbot einen sogenannten Kapuzenstuhl, der verflucht sein sollte. Alle, die darauf saßen, sind auf mysteriöse Weise gestorben. So auch zum Beispiel sein Hausmädchen und ein Bekannter von ihm. Am Ende der Folge erfährt er, dass Napoleon einen Tag vor der Schlacht von Waterloo in diesem Stuhl saß. Dazu wird ihm ein Porträt Napoleons gezeigt, auf dem er auf genau diesem Stuhl sitzt. Er glaubt ab dem Moment wirklich an einen Fluch und will den Stuhl zerstören. Dabei erleidet George Talbot einen Herzinfarkt. Diese Geschichte wird bei X-Faktor als wahr angegeben. Doch wie wahr ist sie wirklich? Ich machte mich nun auf die lange Suche nach dem genannten Porträt, in dem Napoleon auf einem solchen Stuhl sitzt. Und es gibt wahrhaftig eines. Nur wurde dieses Porträt weit vor Waterloo gemalt. Und es handelt sich bei diesem Stuhl auch nicht um einen Kapuzenstuhl. Dieses in der Folge gezeigte Porträt existiert meines Wissens nach also nicht. Gegen die Folge von X-Faktor spricht weiterhin Napoleons Geschichte. Der Stuhl soll Napoleons größte Niederlage eingeläutet haben. Das stimmt aber eben nicht. Napoleon selbst schrieb auf St. Helena, dass seine größte Niederlage der Feldzug gegen Russland war. Und vom militärischen Standpunkt aus hatte er damit auch recht. Für ihn persönlich mag Waterloo allerdings die größte Niederlage gewesen sein. In Waterloo selbst passierten teilweise logistische und planerische Fehler, die Napoleon und seine Generäle sonst nie machten. Spricht das für einen Fluch? Eher nicht. Das spricht eher dafür, dass er seinen Zenit wohl überschritten hatte. Kommen wir zum angeblichen Besitzer des Kapuzenstuhls, George Talbot. Wahrhaftig gab es einen George Talbot. Und dieser liebte Kultur und Antiquitäten. Ist dies also der Mann, der den Kapuzenstuhl erwarb? Das wäre möglich, aber spricht nichts dafür, dass gegen Ende seines Lebens mysteriöse Tode geschehen wären. Auch ist er selbst offenbar an den Folgen seines Alters gestorben. Kurz gesagt, es gibt keinen Hinweis darauf, dass dieser Mann solch einen Stuhl erworben hätte. Bleibt die Frage, wo der Stuhl jetzt ist. Auch dazu gibt es keine wirkliche Auskunft. Auf jeden Fall ist er in keinem Museum zu finden. Vielleicht befindet er sich irgendwo in Privatbesitz, vielleicht aber auch nicht. Es klingt also stark danach, als hätte X-Faktor diese Geschichte nur erfunden und sie als wahr präsentiert. Oder? Nein. X-Faktor betonte immer, dass sie Namen, Orte und Details verändert haben. Und dieser Gedanke ließ mich eine andere Geschichte finden, die vielleicht oder sogar sehr wahrscheinlich der wahre Ursprung der X-Faktor-Folge Napoleons Stuhl ist. Diese Geschichte führt uns in den kleinen Ort Kirkby-Wisk im Norden von Yorkshire. Dort betrieb ein gewisser Mr. Busby im 18. Jahrhundert ein kleines Pub. In seinem Besitz befand sich ein gemütlicher Lehnstuhl, der hübsch aussah und sein Pub zierte. Busby soll Geld nicht ganz auf ehrliche Weise verdient haben. So betrieb er Hehlerei, Diebstähle und Münzfälscherei. Dies ging so weit, dass er letzten Endes einen seiner Verwandten umbrachte, festgenommen und zum Tode verurteilt wurde. Als die Polizei kam, um Busby abzuholen, wehrte sich dieser und stieß einen Fluch aus. Dieser lautete, dass jeder, der es wage, sich in den Lehnstuhl zu setzen, eines qualvollen und schnellen Todes sterben solle. 1978 sagte der damalige Besitzer des Pubs, Simon Teakston, dass es zwar zweifelhaft klingen mag, es aber durch unzählige Aufzeichnungen bestätigt wurde, dass in den 200 Jahren wirklich jeder, der in diesem Stuhl saß, einen seltsamen Unfall hatte.
Und in der Tat, wenn man sich Zeitungsartikel aus dieser Region anschaut, dann findet man über kurz oder lang Berichte, die von seltsamen Unfällen sprechen und mit einem Stuhl in einem gewissen Pub in Kirby Whisk zusammenhängen. Man kann zwar nicht mit Sicherheit sagen, dass jedem, der an diesem Stuhl saß, etwas zustieß, aber doch zumindest zu einigen. Mittlerweile wurde der Stuhl entfernt, weil er bei vielen Leuten eine Panik auslöste, da sich der Fluch offenbar bewahrheitet hatte. Sehr bekannte Opfer des Fluches sind ein britischer Offizier der Luftwaffe, der einen Tag nachdem er auf dem Stuhl saß, mit seiner Maschine abstürzte. Des Weiteren ein Motorradfahrer, der kurz nach dem Verlassen der Kneipe von einem Auto überfahren wurde. Und ein Anhalter, der sich in den Stuhl setzte und zwei Tage später tot aufgefunden wurde. Zumindest sind diese und viele andere Fälle ein bisschen zu viel für einen Zufall. Wer weiß, vielleicht ist dieser Stuhl wirklich verflucht. Und dies ist offenbar die wirklich wahre Geschichte hinter der X-Faktor-Folge Napoleons Stuhl. Natürlich lässt sich das nicht mit absoluter Gewissheit sagen, da die Macher von X-Faktor nur sehr ungenaue Angaben gemacht haben. Aber dieses Format bezieht sich auf die wahrscheinlichste Geschichte als Vorlage für die X-Faktor-Folgen. Zwar hatte diese spezielle Vorlage wenig mit Napoleon zu tun, aber die Macher dachten sich wahrscheinlich, als sie die Geschichte änderten, dass Napoleons Stuhl sich besser verkaufen ließe als Busbys Stuhl. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und euch dieses Format etwas schmackhaft gemacht. Ich bin auch gerade an drei weiteren wahren Geschichten von X-Faktor dran und werde natürlich fleißig weitersuchen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Woche, was auch immer. Abonniert unbedingt den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt, damit ihr kein Video mehr verpasst. Euer Krone SK. Bis zum nächsten Mal. Einen wunderschönen. Hier ist Krone SK und ich heiße euch herzlich willkommen zu Kronfaktor. Jenes Format, in dem ich die wahren Geschichten hinter den wahren Geschichten von X-Faktor, das Unfassbare, suche. Dabei analysiere ich die Folge, suche mit dem Internet, mit Büchern, mit Zeitungsartikeln und so weiter nach ähnlichen Geschichten, auf die sich X-Faktor möglicherweise bezogen hat und stelle euch diese Geschichte oder, je nachdem, ob es mehrere sind, Geschichten vor, um den wahren Kern hinter den wahren Geschichten zu offenbaren. In diesem Video geht es um die X-Faktor-Folge Totenstimmen der 9. Folge der 2. Staffel. In dieser Geschichte wird im Bezirkskrankenhaus von Cambry polizeilich ermittelt, da die Krankenschwester Lisa Ayobi vor kurzem mit einem Skalpell ermordet wurde. Der leitende Ermittler Dave Palmer wird dabei von Dr. Murray in das Krankenhaus bestellt, da seine Frau Evelyn, die ebenfalls Krankenschwester ist, in einer Weise von dem Mord erzählt, als wäre sie selbst dabei gewesen. Dabei soll sie mit einer beinahe besessenen Stimme sprechen, die genauso klingt wie die Stimme der ermordeten Lisa Ayobi. Als der Ermittler Palmer mit Evelyn spricht, redet sie zuerst normal mit ihm und weiß auch nicht mehr über den Mord als alle anderen. Doch als er gerade den Raum verlassen will, schreit Evelyn plötzlich mit einer völlig fremden Stimme auf und spricht über den Mord. Sie gibt sich als Lisa Ayobi zu erkennen und erzählt, wie und von wem sie ermordet wurde. Der Ermittler erfährt, dass der Mörder der Hausmeister Jeffrey Regan ist. Um ihn zu überführen, begibt sich Evelyn bzw. Lisa, die gerade den Körper beherrscht, in Lebensgefahr, indem sie Jeffrey in ein Krankenzimmer lockt und ihm ein Geständnis abringt. Nachdem er gestanden hat und Evelyn gerade töten will, wird er verhaftet, da es sich um eine Falle handelte. In dieser Folge überführte ein Geist seinen eigenen Mörder durch ein Medium. Diese Geschichte wird von X-Faktor als wahr angegeben. Wer absolut nicht an Geister oder Übernatürliches glaubt, wird wohl denken, dass diese Geschichte einfach als wahr angegeben wurde oder auf einem absolut erklärbaren Fall basiert. Doch ist das wirklich so? Hat X-Faktor diese Geschichte nur erfunden? Oder basiert sie nur auf einem Fall, der einfach nur schön ausgeschmückt wurde? Beide Fragen sind dabei mit Nein zu beantworten. X-Faktor hat diese Geschichte weder erfunden, noch einen banalen Fall zu stark ausgeschmückt. Diese Geschichte basiert tatsächlich auf einem Fall, der ebenso mysteriös und unerklärlich ist wie die Folge selbst. Am 21. Februar 1977 wurde die Feuerwehr zu einem Haus in Chicago gerufen, um einen Brand zu löschen. Es handelte sich um das Haus von Teresita Baza, von deren Körper nur wenig übrig blieb. Trotzdem konnte die Polizei noch feststellen, dass sie nicht durch das Feuer, sondern durch ein Metzgermesser starb. Auch gab es Anzeichen dafür, dass sie vergewaltigt wurde. Die Ermittler gingen davon aus, dass das Feuer gelegt wurde, um den Mord zu vertuschen. Im Laufe der Ermittlungen stellte die Polizei fest, dass Teresita nicht vergewaltigt wurde. Es mangelte der Polizei also an einem Tatmotiv.
Auch konnten sie kaum Beweismittel feststellen, da das meiste verbrannt war. Etwa 5 Monate nach dem Mord meldete sich der Ehemann von Teresitas Mitarbeiterin und Freundin Remy Schua, Joey Schua, bei Detective Stachula. Der Ehemann erzählte, dass Remy kurz nach dem Mord Visionen und Träume hatte, in denen Teresita ihr erschien und sie bat, zur Polizei zu gehen und zu erzählen, was mit ihr geschehen war. Ein paar Nächte später begann Remy plötzlich mit einer anderen Stimme zu sprechen. Die Stimme sagte, dass sie Teresita Baza war. Sie sagte Joey, dass der Name ihres Mörders Alan Showery war. Die Stimme behauptete, dass Showery ein Mitarbeiter des Krankenhauses war. Sie drängte Joey, zur Polizei zu gehen. Als Remy erwachte, behauptete sie, keine Erinnerung an das zu haben, was gerade geschehen war. Joey beschloss zunächst, nicht zur Polizei zu gehen. Wiederum ein paar Nächte später sprach Remy erneut mit dieser Stimme und fragte Joey, warum er nicht zur Polizei gegangen sei. Er sagte, dass er keine Beweise gegen Showery habe. Die Stimme sagte Joey daraufhin, dass Showery Teresitas Schmuck nach dem Mord genommen und seiner Freundin gegeben hatte. Detective Stachula wusste nicht, ob er diesen Informationen vertrauen konnte. Er beschloss, Alan Showery zu überprüfen. Dabei stellte er fest, dass Showery in der Nähe von Teresita lebte. Mitarbeiter des Krankenhauses bestätigten, dass Showery in dieser Nacht in Teresitas Wohnung gehen wollte, um ihren Fernseher zu reparieren. Detective Stachula brachte Showery zum Verhör. Dieser bestätigte, dass er zu ihrer Wohnung ging, um den Fernseher zu reparieren. Er behauptete, dass er nicht die Werkzeuge hatte, um das Problem zu beheben und zurück nach Hause ging. Stachula glaubte ihm das nicht und kontaktierte Showerys Freundin. Er fragte, ob Showery ihr kürzlich Schmuck gegeben habe, und sie sagte, dass er es getan habe. Sie willigte ein, diesen Schmuck untersuchen zu lassen. Die Untersuchungen bestätigten, dass ein Teil des Schmucks Teresita gehört hatte. Konfrontiert durch diese Beweise gestand Showery den Mord. Er sagte, dass er, nachdem er die Wohnung verlassen hatte, zurückkehrte und sie ausrauben wollte. Als er zurückkam, ließ sie ihn wieder herein. Als sie sich umdrehte, um die Tür zu verschließen, packte er sie von hinten und tötete sie dabei. Er entkleidete sie, damit es wie ein Sexualverbrechen aussah. Dann nahm er ihre Schlafzimmermatratze, legte sie über ihren Körper und zündete sie an. Trotz seines Geständnisses bekannte sich Alan Showery für nicht schuldig. Als das Gerichtsverfahren stattfand, beschloss er, sich doch schuldig zu bekennen und erhielt am 23. Februar 1979 nur eine 14-jährige Haftstrafe für sein kaltblütiges Verbrechen. Nun könnte man natürlich denken, dass sich Joey die mysteriösen Ereignisse nur ausgedacht hat, um eine Mitwisserschaft zu verbergen, doch sagte später Detective Stachula, dass Joey Details wusste, die er unmöglich wissen konnte. Nicht einmal, wenn er dabei gewesen wäre. Was genau der Polizist damit meinte, kann ich nicht sagen, weil er es nicht weiter spezifizierte, aber es sieht ganz danach aus, dass hier wirklich ein übernatürliches Ereignis stattfand. Und dies ist die originale Geschichte hinter der X-Faktor-Folge Totenstimmen. In diesem Fall ist X-Faktor der Originalgeschichte ziemlich nah geblieben. Dies ist auch ein weiterer Beweis dafür, dass dort zwar die Folgen umgeschrieben werden, aber doch einen wahren Kern besitzen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Woche, was auch immer. Euer Krone SK. Einen wunderschönen. Hier ist Krone SK und ich heiße euch herzlich willkommen zu Kronfaktor. Für diejenigen, die es noch nicht kennen. In diesem Format erforsche ich die wahren Geschichten hinter den wahren Geschichten von X-Faktor, das Unfassbare. Soll heißen, bei X-Faktor wird bei den wahren Geschichten angegeben, dass Namen, Orte und Personen verändert wurden und dass sich eine ähnliche Geschichte wirklich ereignet hat. Und darum genau geht es, um die genaue Geschichte, die sich wirklich ereignete. Nun kommen wir heute zu einer Folge, die mir persönlich immer weniger gefallen hat, weil ich sie nie als wirklich gruselig empfand. Auch war diese Geschichte wesentlich einfacher zu recherchieren als die letzte. Aber eins nach dem anderen. In der X-Faktor-Folge Graffiti geht es darum, dass an einer Schule plötzlich seltsame Schriftzüge bzw. Graffitis mit den Worten Remember Pearl Harbor bzw. auf Deutsch Denkt an Pearl Harbor auftauchen. Schuldirektor Harvey Block hat sofort das schwärzeste Schaf seiner Schule, den Schüler Johnny, in Verdacht. Dieser wird bereits verdächtigt, kurz zuvor die Turnhalle in Brand gesetzt zu haben.
Nun versucht Direktor Block mit allen Mitteln, ein Geständnis aus dem Jungen herauszubekommen, dass dieser für die Graffitis verantwortlich sei. Johnny wirkt währenddessen gelassen und sogar beinahe teuflisch. Der Direktor kann ihm letztlich nichts nachweisen, da zu der Zeit, in dem er beim Direktor ist, neue Graffitis auftauchen. Somit hat Johnny also quasi ein Alibi. Am Ende der Folge sieht man auf dem Kalender das Datum. Es ist der 5. Dezember 1941. Die Folge endet mit dem Satz: Zwei Tage später griffen die Japaner unsere Marinebasis in Pearl Harbor an. So viel zur Geschichte von X-Factor. Es ist ein Fakt, dass die Japaner am 7. Dezember 1941 wahrhaftig Pearl Harbor auf Hawaii angegriffen haben. Doch wäre eine solche Vorhersage nicht eine Sensation gewesen? Besonders wenn sie quasi zwei Tage vorher stattfand? Sicherlich wäre dies eine Sensation gewesen. Wäre. X-Factor hat sich zum Teil zwar wirklich an ein Ereignis gehalten, was ziemlich ähnlich geschah, doch hat sich die Serie bei dieser speziellen Folge ein wenig künstlerische Freiheit erlaubt. Trotz all dem führt uns die wahre Geschichte hinter Graffiti in bzw. an eine Schule. Und zwar an die Owensville High School in Indiana. Am 7. Dezember 1939 wurde vor der Schule um kurz vor 8 Uhr ein Graffiti auf dem Gehsteig entdeckt, welches mit farbiger Kreide geschrieben war. Auf dem Gehsteig standen die Worte Remember Pearl Harbor. Dazu muss man wissen, dass farbige Kreide zu dieser Zeit eine Rarität war, die für gewöhnlich der Polizei bzw. Forensikern vorbehalten war. Die Bürger der Stadt vermuteten dahinter einen Vandalismusangriff, da in den Wochen davor schon mehrere Gebäude angezündet worden waren. Doch niemand hatte gesehen, wer es denn war. Nun sprechen die Quellen davon, dass ein gewisser Sechstklässler mit dem Namen Pedro verantwortlich gemacht wurde oder zumindest in Verdacht stand. Andere Quellen sprechen von einem seltsamen Anhalter, der von einem älteren Pärchen mitgenommen wurde. Er soll gesagt haben, dass er nichts dafür bezahlen könne, aber die Gabe des Hellsehens besitzen würde. Aus Spaß soll das Paar ihn gefragt haben, wann der Zweite Weltkrieg denn enden würde, worauf er den 14. August 1945 genannt haben soll. Diese ganzen Quellen beziehen sich zum Teil auf Aussagen der Bewohner von einst und zum anderen auf einen angeblichen Zeitungsartikel, der aber in den amerikanischen Archiven unter Verschluss gehalten werden soll. Verschwörungstheoretiker gehen davon aus, dass es unter Verschluss gehalten wird, weil die amerikanische Regierung bereits wusste, dass die Japaner zwei Jahre später angreifen würden. Aber zurück zum Thema. Warum war dieser Schriftzug vor einer Schule platziert? Wer sollte es lesen? Und warum? Pearl Harbor war zu dieser Zeit schon durchaus bekannt, da es seit 1898 ein wichtiger Stützpunkt für die Amerikaner auf dem Weg zu ihrer Kolonie, den Philippinen, war. Und mehr lässt sich dazu auch nicht sagen. Das ist die wahre Geschichte hinter der X-Factor-Folge Graffiti. Es klingt soweit ziemlich unbeeindruckend, aber wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, ist es doch zumindest etwas eindrucksvoll. Es fand halt nicht, wie in der Folge, zwei Tage vor dem Angriff statt, also am 5. Dezember 1941, sondern ganz genau zwei Jahre davor, am 7. Dezember 1939. Mysteriös ist die ganze Geschichte schon, wenn nicht sogar etwas seltsamer als in der Serie, da der Schriftzug auf den Tag genau zwei Jahre vor den wirklichen Ereignissen stattfand. Trotz alledem wäre es natürlich für uns in diesem speziellen Fall günstig, wenn die Amerikaner den Zeitungsartikel von damals öffentlich machen würden. Aber vermutlich wird dies so bald nicht passieren. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Woche, was auch immer. Euer Krone SK. Bis zum nächsten Mal. Einen wunderschönen, meine Lieben, hier ist Krone SK und ich heiße euch herzlich willkommen zu Kronfaktor, jenem Format, in dem ich die wahren Geschichten hinter den wahren Geschichten von X-Factor, das Unfassbare, suche. X-Factor selbst gab ja bei den wahren Geschichten immer an, dass Namen, Details und Orte verändert wurden. Und genau darum geht es in diesem Format. Die wahren Ursprünge hinter den wahren Geschichten von X-Factor, das Unfassbare, herauszufinden. In diesem Video geht es um die X-Factor-Folge Die Titan aus der 5. Folge der 2. Staffel. In der Folge geht es darum, dass ein erfolgloser Autor namens Harris Fischer von seinem Verleger dazu angehalten wird, reißerischere und massenpublikumstauglichere Romane zu schreiben.
Fischer hat auch genau das vor und schreibt eine Geschichte über einen Luxusdampfer, der als unsinkbar angesehen wird, aber auf seiner Jungfernfahrt von London nach New York mit einem Eisberg kollidiert und sinkt. Das Buch heißt Titan. Und obwohl der Verleger sich darüber lustig macht und sagt, dass so etwas auf gar keinen Fall jemals passieren könnte, wird Titan im Jahre 1898 veröffentlicht. 14 Jahre später, 1912, kam es zum Unglück der Titanic. Auf welches Ereignis könnte X-Faktor sich hier möglicherweise bezogen haben? Waren die Autoren hier sehr frei bei der Federführung? Haben sie sehr viel Kreativität bewiesen? Haben sie künstlerisch und literarisch etwas hinzugefügt oder weggelassen? Nein. Diese Folge ist beinahe 1:1 von der echten Geschichte übernommen worden. Einzig der Name wurde eigentlich geändert. Aber fangen wir von vorne an. Die wahre Geschichte basiert auf dem Autor Morgan Robertson. Morgan Robertson war als junger Mann selbst ein Seefahrer. In seinem gesamten Leben veröffentlichte er insgesamt über 200 Erzählungen und 9 Bücher. Sein berühmtestes Buch trägt den Titel Futility, The Wreck of the Titan, veröffentlicht im Jahre 1898. In dieser Geschichte beschreibt er sehr dramatisch die strahlende Jungfernfahrt des größten, luxuriösesten und sichersten Linienschiffs der Welt. Dieses Schiff überquert den Atlantik zwischen Southampton und New York, zum Teil viel zu schnell, und findet in einer eisigen Aprilnacht nach einer Kollision mit einem Eisberg im Nordatlantik ihr nasses Grab. Es wird in diesem Buch ganz genau beschrieben, wie grauenhaft der Todeskampf des Schiffes ablief, wie sich einige der etwa 3000 Passagiere gegenseitig umbrachten, um auf eines der 24 Rettungsboote zu kommen. Nun wäre dieser im Jahre 1898 veröffentlichte Roman wahrscheinlich nichts Besonderes gewesen, wäre nicht 14 Jahre später, 1912, das Unglück der Titanic passiert. Die Titanic war am 14. April 1912 mit viel zu hoher Geschwindigkeit unterwegs und rammte südlich von Neufundland einen Eisberg. Mindestens 1531 Personen starben, da die 22 Rettungsboote in keiner Weise ausreichten. Nach dem Unglück der Titanic erkannten einige Leute den Zusammenhang zwischen der Titan von 1898 und der Titanic von 1912. Morgan Robertson wurde auf diese Weise zu einem berühmten Autor und das quasi über Nacht. Ihm wurden auch nachträglich hellseherische Fähigkeiten nachgesagt. Immerhin hatte er sein Buch Titan 1898 veröffentlicht, während die Titanic 14 Jahre später genau auf dieselbe Weise sank. Und ein direkter Vergleich der beiden Schiffe schließt einen Zufall bei dieser ganzen Geschichte ziemlich aus. So hatte die Titan 75.000 Bruttoregistertonnen, die echte Titanic 66.000 Bruttoregistertonnen. Die Titan war 800 Fuß lang, die Titanic 882,5 Fuß lang. Die Titan hatte 19 wasserdichte Abteilungen, die Titanic 16 wasserdichte Abteilungen. Beide Schiffe besaßen 3 Schrauben. Die Titan im Buch hatte 24 Rettungsboote, die Titanic hatte 22 Rettungsboote. Die Titan fasste 3000 Passagiere, die Titanic 2224 Passagiere. Die Geschwindigkeit beim Aufprall des Eisberges betrug im Buch 25 Knoten. Die echte Titanic hatte eine Geschwindigkeit von 23 Knoten, als sie mit dem Eisberg kollidierte. Aber die wichtigste Gemeinsamkeit der beiden Schiffe ist wohl das unsägliche Ende. Und das war die wahre Geschichte hinter der X-Faktor-Folge Die Titan. Ja, es gibt also auch X-Faktor-Folgen, die beinahe 1:1 die wahre Geschichte, auf die sie basiert, übernommen hat. Und ich finde diese Recherchen zu den wahren Geschichten hinter den wahren Geschichten ja beinahe noch interessanter als die X-Faktor-Folgen selbst. Und so manche Hintergrundgeschichte finde ich letzten Endes gruseliger als die Adaption von X-Faktor. Einen wunderschönen. Hier ist Krone SK und ich heiße euch herzlich willkommen zu Kronfaktor. In diesem Format mache ich mich auf die Suche nach den zugrunde liegenden Fällen der von X-Faktor das Unfassbare als wahr angegebenen Geschichten. So nehme ich mir immer eine von X-Faktor als wahr angegebene Geschichte und suche über die verschiedensten Medien wie Bücher, Zeitungsartikel und so weiter nach dem wahrscheinlichsten Vorbild für die jeweilige Folge.
Und im heutigen Video geht es um die X-Factor-Folge Engel, welche in der 11. Folge der 2. Staffel zu finden ist. In der Folge geht es darum, dass Beth in den Urlaub fliegen will. Sie hat dafür einen Sitz in der 2. Klasse eines Flugzeuges gebucht. Doch als sie das Flugzeug betritt, wird sie von der Stewardess zu einem Platz in der 1. Klasse gewiesen. Als Beth sich auf den Platz am Fenster setzt, wird sie von der Stewardess darauf hingewiesen, dass sie den Platz am Gang hat. Als ihr neuer Platznachbar Beth anbietet, den Fensterplatz gerne haben zu können, wird sie von der Stewardess mit einer Geste darauf hingewiesen, dass sie auf ihrem Platz am Gang bleiben soll. Später kommt der Kapitän persönlich zu ihrem Platz und fragt sie, ob sie den Flug genießt und weist sie zusätzlich darauf hin, dass sie nicht angeschnallt sei und man in dieser Höhe oftmals in kleine Luftlöcher gerät. Es zeigt sich, dass außer ihr anscheinend niemand den Kapitän gesehen hat. Später hört Beth eine Durchsage, in der die Passagiere aufgefordert werden, auf ihre Plätze zu gehen und sich anzuschnallen. Ihr Sitznachbar sagt allerdings, dass er nichts gehört hätte. Telepathisch scheint die Stewardess Beth zu übermitteln, dass sie sich anschnallen solle. Plötzlich reißt ein Teil des Flugzeuges ab und ihr Nachbar und viele andere werden in das Nichts gerissen. Am Ende sagt Jonathan Frakes, dass andere Passagiere neben Beth ganz ähnliche Visionen hatten. Nun war es bei dieser speziellen Folge schon etwas schwerer, einen Ursprung zu finden. Ich fand auf einer Facebook-Seite und in einem Forum einen möglichen Anhaltspunkt. Diese Seiten sprachen davon, dass der Ursprung der X-Factor-Geschichte Flug 811 der United Airlines wäre. Dieses war ein Flugzeug, das am 24. Februar 1989 nahe Honolulu durch ein strukturelles Versagen der Frachttür einige Todesopfer zu verzeichnen hatte. Insgesamt 9 Personen wurden bei diesem Flug in das Nichts gezogen. Das Flugzeug konnte aber sicher landen. Irgendetwas Übernatürliches sucht man bei Flug 811 aber vergebens. Soll das also wirklich der Ursprung sein? Soll X-Factor einen tragischen, aber völlig erklärbaren Fall einfach ins Mysteriöse umgeschrieben haben? Das wollte ich so einfach nicht stehen lassen. Die bisherigen X-Factor-Folgen, die ich erforscht habe, basierten immer auf einem Fall, der etwas Unerklärliches in sich barg. So studierte ich also unzählige Flugzeugunglücke, las in verschiedenen Artikeln und Büchern nach. Und wahrhaftig, ich fand einen Fall eines Flugzeugunglückes, der etwas Unerklärliches beinhaltet und meiner Meinung nach viel besser zu der X-Factor-Folge Engel passt. Und zwar handelt es sich dabei um den Flug 401, bei dem am 29. Dezember 1972 die Whisperliner Nummer 310 der Eastern Airlines durch eine technische Fehlfunktion über den Everglades abstürzte. Von den 176 an Bord befindlichen Personen starben insgesamt 99 Personen, darunter auch der Flugkapitän Bob Loft sowie der Flugingenieur und zweiter Offizier Don Repo. Einige Zeit nach dem Unglück unterhielt sich der amerikanische Journalist John Fuller auf einem Scandinavian Airlines Flug mit einer Stewardess. Sie erzählte ihm, dass unter dem Personal aller Fluglinien das Gerücht kursierte, die Eastern Airlines Flüge würden von Geistern geplagt. Fuller wunderte sich und scherzte, warum Geister sich auf eine einzige Fluglinie beschränken sollten. Er selbst war von eher rationaler Natur und ging davon aus, dass die ganze Sache nur aufgebauscht worden war. Die Antwort der Stewardess ließ ihn allerdings nie wieder ganz los. »Vielleicht bleibt die Geschichte immer gleich, weil sie tatsächlich passiert«, sagte sie. Allerdings arbeitete Fuller zu dieser Zeit an einer anderen Geschichte, einem beinahe Atomunfall nahe Detroit, und verbannte die Eastern Airlines Geister vorübergehend in sein Unterbewusstsein. Ein Jahr später flog er mit den Eastern Airlines von San Juan nach New York. Er erinnerte sich wieder an das Gespräch und fragte die Stewardess im Scherz, ob sich die Geister bereits verabschiedet hätten. Die Reaktion der jungen Frau fiel unerwartet heftig aus. »Das ist gar nicht lustig«, erwiderte sie. »Mir sind sie auch begegnet.« Fuller entschuldigte sich. Dann begann er behutsam, aber doch sehr hartnäckig, nach Einzelheiten zu fragen. Er stieß zunächst auf wenig Bereitschaft, denn die Stewardess gehörte, wie sie später erzählte, zu einer großen Zahl von Eastern Airlines Mitarbeitern, die sich mit Meldungen über Geister nur Ärger eingehandelt hatten, einschließlich von der Chefetage angeordnete Besuche bei einem Psychiater. Nachdem John Fuller der jungen Frau alles Wissenswerte entlockt hatte, beschloss er weiterzugraben. Er begann nun sehr beharrlich nachzuforschen.
Was er dabei herausfand, war in der Tat eines der größten Mysterien der Luftfahrtgeschichte und unglaublich genug, dass er es in dem Buch The Ghosts of Flight 401 zusammenfasste. Wie er darin ausführt, schien es erwiesen, dass tote Mannschaftsmitglieder des Wispernliners Nummer 310 regelmäßig in Maschinen des gleichen Typs erschienen. Zeugen unter dem Personal und den Passagieren gab es massenweise. Alle von ihnen waren absolut glaubwürdig. Viele verfügten über jahrelange Flugerfahrung und präzise Beobachtungsgabe. Die Schilderungen deckten sich stets exakt, auch wenn sie von Personen abgegeben wurden, die nachweislich keinen Kontakt miteinander hatten. Das betraf auch seltsame Begleitumstände wie das extreme Herabsinken der Temperatur während der Erscheinung. Jeder rationale Erklärungsversuch zerschellte aber endgültig an der Tatsache, dass viele Beschreibungen Details enthielten, die der Öffentlichkeit unbekannt waren, sowie daran, dass Zeugen Bob Loft und Don Repo hinterher auf Fotos mit vielen Personen identifizieren konnten, obwohl ihnen die beiden Offiziere völlig unbekannt waren. Auch hörten unzählige Passagiere Lautsprecherdurchsagen, indem sie von einer männlichen Stimme aufgefordert wurden, die Gurte zu schließen. Doch kein Mitglied der Besatzung hatte solche Durchsagen gemacht. Bei einer Routineuntersuchung sah beispielsweise ein Ingenieur einen Offizier in Uniform und konnte ihn eindeutig als Don Repo identifizieren. Ein weiteres Beispiel ist ein seltsames Ereignis in der Wispernliner Nummer 318. Eine Passagierin saß neben einem Mann, der äußerst blass und krank aussah. Dieser Mann sprach kein Wort und wirkte sehr abwesend. Weil die Passagierin besorgt war, dass dem Mann etwas passieren könnte, rief sie eine Stewardess. Unter den Augen vieler Zeugen verschwand der Mann plötzlich spurlos. Als der Frau später Fotos von verschiedenen Flugoffizieren gezeigt wurden, konnte sie den Mann zweifelsfrei als Don Repo identifizieren. Auch alle anderen befragten Fluggäste konnten das. Es gibt noch unzählig viele Ereignisse, bei denen sich solche unerklärlichen Dinge ereigneten, die John Fuller alle in seinem Buch niederschrieb, aber es würde jetzt jeden Rahmen dieses Videos sprengen, sie alle zu erzählen. Um nun zum Ende der Geistererscheinungen zu kommen, noch verwertbare Teile der Wispernliner Nummer 310 wurden nach dem Unglück von Flug 401 in neue Flugzeuge eingebaut. Da die Geistererscheinungen immer mehr auf Ängste und Panik in der Bevölkerung stießen, entschied man sich bei Eastern Airlines zu einem drastischen Schritt. Man ließ die Teile der Wispernliner Nummer 310 wieder ausbauen und schrottete sie nach und nach. Und offensichtlich hatte das Erfolg. Denn ab Ende des Jahres 1974 ließen die Geistererscheinungen nach, bis sie schließlich ganz aufhörten. Und dieses ganze Mysterium um Flug 401 passt meiner Meinung nach viel besser zu der X-Faktor-Folge Engel als Flug 811. Ich bin also ziemlich zuversichtlich, dass wir damit den wirklichen Ursprung zu dieser X-Faktor-Geschichte gefunden haben. Und damit hätten wir auch erneut eine X-Faktor-Geschichte gefunden, die auf einem wirklich unerklärlichen Fall basiert. Und dies war mein Video zu der X-Faktor-Folge Engel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Woche, was auch immer. Euer Krone SK, bis zum nächsten Mal. Einen wunderschönen... Hier ist Krone SK und ich heiße euch herzlich willkommen zu Kronfaktor. Jenes Format, in dem ich die wahren Geschichten hinter den von X-Faktor das Unfassbare als wahr angegebenen Geschichten suche und bisher auch ziemlich gut finde. Die Kerngeschichten hinter den von X-Faktor als wahr genannten Geschichten zu erfahren, ist ein verständlicher Wunsch, den auch ich seit langer Zeit hege und deshalb beschlossen habe, eben diese zu suchen. Dies ist ein Unterfangen, für welches das Internet längst nicht mehr ausreichend ist. Diverse Bücher und Artikel sprachen weit vor X-Faktor bereits über die Fälle, die die Serie später jeweils als Vorbilder nahm. Und heute gehen wir auf einen ziemlich bekannten Fall ein. Und zwar geht es um die X-Faktor-Folge Lobet den Herrn, die in der 8. Folge der 2. Staffel vorkam. In der Folge geht es darum, dass Schwester Louise, die Leiterin eines Kirchenchors, ihre Chormitglieder zu stetiger Pünktlichkeit bei den Proben anhält. Pünktlich sein spart Ärger ein, ist dabei ihr Leitmotiv. Eines schönen Tages kommen alle Mitglieder des Chores, einschließlich Schwester Louise, durch verschiedene Probleme wie ein nicht anspringendes Auto oder eine stehengebliebene Uhr zu spät zu ihrem Termin in der Kirche. Und das rettet deren Leben. Denn kurz vorher gab es eine Explosion in der Kirche.
Und wären die Chormitglieder pünktlich gewesen, so wären sie vermutlich alle bei dieser Explosion ums Leben gekommen. Die Folge endet mit den Worten: Gelobt sei der Herr. So viel zur Folge selbst. Aber so viel Glück kann doch keine ganze Gruppe von Leuten haben. Bestimmt war doch X-Faktor hier etwas zu kreativ in der Federführung, oder? Nein, im Gegenteil. X-Faktor hat die wirkliche Geschichte bzw. den wirklich dokumentierten Fall sogar noch etwas abgemildert. Denn in Wahrheit waren es nicht, wie in der Folge, nur 5 Leute, denen das passierte. Aber beginnen wir von vorn. Die Chorübung in der Westside Baptist Church in Beatrice in Nebraska begann immer am Mittwoch, pünktlich um 19.20 Uhr. Der Chorleiter und seine Frau legten dabei besonderen Wert auf die Pünktlichkeit all ihrer Chormitglieder. So sollte der Chor auch am Mittwoch, dem 1. März 1950, pünktlich um 19.20 Uhr in der Kirche zusammenkommen. Doch das passierte nicht. Ausnahmslos jedes Chormitglied, so auch der Leiter und seine Frau, kam an diesem Abend zu spät bei der Kirche an. 2 Frauen hatten beispielsweise Probleme mit ihren Autos. Bei anderen Chormitgliedern ging auf einmal ihre jeweilige Kleidung kaputt und sie mussten sich umziehen. Ein Mitglied vergaß die Zeit, weil er sich seine Lieblingsradiosendung anhörte. 2 andere Chormitglieder schliefen ein und wachten zu spät wieder auf. Wieder andere konnten sich nicht erklären, warum sie zu spät kamen. Sie waren einfach zu spät. Hinzugefügt sei an dieser Stelle übrigens, dass niemand aus dem Chor es zu einer anderen Zeit wagte, zu spät zu den Proben zu kommen. Besonders nicht aus Nachlässigkeit. Die Westside Baptist Church erlitt an diesem Tag um 19.25 Uhr eine Explosion, die nicht nur die Kirche zerstörte, sondern auch naheliegende Geschäfte. Um etwa 19.35 Uhr kamen die ersten Mitglieder des Chors bei der Kirche an, 15 Minuten nach dem eigentlichen Probebeginn und 10 Minuten nach der Explosion. Und der Chor, der an diesem Abend zu spät kam, war um einiges größer als in der Adaption von X-Faktor. Es ist ziemlich selbstverständlich, dass die Chormitglieder überzeugt davon waren, dass ihr gemeinsames Zu-spät-Kommen kein Zufall gewesen sein kann, sondern der Schutz Gottes. Und wahrhaftig, der Chor hatte um die 20 Mitglieder. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie alle so stark zu spät kommen und das erstmalig, dass sie diese Explosion überleben konnten, ist so verschwindend gering, dass man wirklich davon ausgehen kann, dass sie alle von irgendetwas beschützt wurden. Und das ist die wahre Geschichte hinter der X-Faktor-Folge Lobet den Herrn. Und obwohl ich die Folge selbst nie als sonderlich interessant empfand, sehe ich sie jetzt mit etwas anderen Augen und finde sie mittlerweile wirklich beeindruckend, seit ich den echten Ursprung kenne. Und das war dieses Video zu Lobet den Herrn. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Woche, was auch immer, euer Krone SK. Bis zum nächsten Mal. Einen wunderschönen. Hier ist Krone SK und ich heiße euch herzlich willkommen zu Kronfaktor. In diesem Format suche ich die wahren Geschichten hinter den als wahr angegebenen Geschichten von X-Faktor das Unfassbare. Man kann also sagen, dass wir hier die Ursprünge der X-Faktor-Folgen, die als wahr angegeben werden, suchen und auch finden. Und heute geht es um die X-Faktor-Folge Der Fluch des Herrenhauses, im Original The Curse of Hampton Manor. In der Folge verkauft die sehr erfolgreiche Immobilienmaklerin Beth Conklin einem jungen Ehepaar die Villa Hampton Manor, auf der ein Fluch lasten soll, wovon das Ehepaar aber nichts weiß. Die Auswirkungen des Fluches treffen das Paar schnell und effektiv. Eines Tages sitzt Don Mackle, der Mann, der das Haus mit seiner Frau von Beth gekauft hat, bei Beth im Büro, sieht absolut fertig aus und scheint am Ende seiner Kräfte zu sein. Er erzählt, dass sein Leben ruiniert wäre, seit er in diesem Haus wohne. Er sagt, er hätte sein Geld, seine Freunde und seine Frau verloren und hätte dauerblutende Geschwüre an den Zehen. Beth, die nicht an Flüche glaubt, kauft das Haus zu einem Spottpreis selbst zurück und Mr. Mackle ist den Fluch los. Am Abend sitzt Beth in der Badewanne, telefoniert mit ihrer Assistentin Gina und macht sich über den Aberglauben von Mr. Mackle lustig. In dem Moment schlägt ein Blitz ein, wandert direkt durch die Leitung und gibt Beth einen tödlichen Stromschlag. Doch kann so etwas wirklich passiert sein? Gibt es wirklich ein Haus, in dem die Besitzer derart vom Pech verfolgt sind?
An welchem Ursprung hat sich die Serie hierbei orientiert? Die Antwort gibt Moderator Jonathan Frakes kurz nach der Folge im Prinzip bereits selbst. Er sagt, dass es das Haus wirklich gäbe und erzählt die Geschichte von Harry und Leona Helmsley. Dies hat damals etwas verwirrt, denn außerhalb der Vereinigten Staaten kannte man diese Personen so gut wie überhaupt nicht. Ein Fall wie den von Beth konnte ich beim besten Willen nirgendwo finden. Aber es stimmt trotzdem. Das Haus gibt es. Und gibt es da auch einen Fluch? Finden wir es heraus. Das Herrenhaus, auf dem dieser Fluch lasten soll, heißt in Wahrheit Dunellen Hall und steht in Greenwich, Connecticut. Es wurde im Jahre 1918 von Daniel Gray Reed für seine Tochter gebaut. Diese lebte dann auch dort und hatte nie Anzeichen eines Fluches erlebt oder diese zumindest nicht nach außen getragen. 1950 wurde dieses Haus verkauft. Es ging an den Großindustriellen Loring Rashburn. Ab diesem Moment begann für Rashburn das Unglück. Innerhalb von 13 Jahren verlor er sein gesamtes Geld und auch seine Freunde ließen ihn allein zurück. Das Haus wurde also erneut verkauft. Es folgten drei weitere Besitzer. Zwei von ihnen erlebten ab dem Moment ebenfalls einen kompletten Ruin. Einzig die dritte Besitzerin entging eventuellen schweren Folgen, da sie Dunellen Hall nur sehr kurz besaß. 1983 erwarben dann die extrem reichen Hoteliers Harry und Leona Helmsley das Herrenhaus. Besonders Leona galt als sehr bösartig und intrigant. Auch sie wurde von dem Fluch getroffen. Denn ihre sehr gut inszenierten und verdeckten Steuerhinterziehungen, die sie gemeinsam mit ihrem Mann vollführte, kamen ans Tageslicht. Die beiden verloren dadurch eine Menge Geld und mussten vor Gericht. Doch trotzdem lebten sie weiterhin in Dunellen Hall. Und obwohl ihr Kapital stark geschmälert war, waren sie trotzdem nicht arm. Von Milliardensummen blieben ihnen trotzdem noch viele Millionen. Wer übrigens sein Glück unbedingt herausfordern will, kann dieses Haus, meines Wissens nach, für schlappe 125 Millionen Dollar erwerben. Das Herrenhaus scheint weiterhin im Besitz der Helmsleys zu sein, doch sie wollten es zumindest 2009 mit einer großen Rabattaktion von 50 Millionen Dollar verkaufen. Also wer es gern haben möchte, jetzt ist die Gelegenheit. Das war auf jeden Fall die Hintergrundgeschichte zu der X-Factor-Folge Der Fluch des Herrenhauses. Über jemanden, der wegen dem Fluch gestorben wäre, fand ich nichts, aber die finanziellen Unglücke mehrerer Personen sind zumindest auffällig. Ob es sich dabei wirklich um einen Fluch handelt oder doch nur um reine Zufälle, muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wie bereits gesagt, ab der nächsten Folge ändert sich der Aufbau etwas und es gibt ein neues Kronfaktor-spezifisches Intro. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann könnt ihr jetzt rechts oben bei dem kleinen i über die nächste Folge abstimmen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Woche, was auch immer, euer Krone SK, bis zum nächsten Mal. Die Realität ist nur schwer zu beschreiben. Ist alles, was wir um uns herum sehen, wirklich echt? Oder sieht es in Wahrheit vielleicht völlig anders aus? Wir Menschen können die Welt nur durch unsere eigenen Augen sehen. Eine Fliege zum Beispiel sieht die Welt wiederum völlig anders. Doch welche Sicht der Welt ist denn nun die wirklich reale? Unsere Sicht oder die der Fliege? Um zu sehen, wie ungenau die Wahrnehmung der Wirklichkeit sein kann, betrachtet einmal dieses Bild. Was könnt ihr dort erkennen? Es ist ein Bild, das viele Quadrate zeigt, deren Linien, zumindest an den Rändern, parallel zueinander verlaufen. Doch in der Mitte werden die Linien plötzlich wellenförmig und verlaufen überhaupt nicht mehr parallel zueinander. Alles wirkt schräg und ungerade. Doch ist es das wirklich? Betrachtet das Bild einmal genauer. Beim genauen Hinsehen werdet ihr feststellen, dass auch die Linien in der Mitte völlig gerade sind und weiterhin parallel zueinander verlaufen. Durch die kleinen Quadrate in den etwas größeren erliegt man einer optischen Täuschung. So ist es auch mit X-Faktor das Unfassbare. Auf den ersten Blick wirken die Folgen so, als wären sie allesamt den Fantasien verschiedener Autoren entsprungen. Doch wird bei vielen Folgen gesagt, dass sie auf einer wahren Begebenheit beruhen. Und mit dem Blick auf eine bizarre Realität begeben wir uns zusammen auf die Suche nach den wahren Ursprüngen der X-Faktor-Folgen.
Ihr werdet dabei ebenso wie ich feststellen können, dass es Dinge auf dieser Welt gibt, die unfassbar scheinen und es oftmals auch sind. Doch kurz darauf erfährt Corsin, dass die junge Frau nicht krank war, sondern lediglich an Liebeskummer litt. Von Schuldgefühlen übermannt, malt er ein letztes Porträt von sich selbst. Wenig später wird er tot neben seinem Selbstporträt gefunden. Eine sehr tragische Geschichte, die uns X-Faktor hier erzählt. In den bisherigen Folgen von Kronfaktor konnten wir bereits herausfinden, dass X-Faktor sich wahrhaftig immer auf echte Fälle bezieht, die auch wirklich etwas Mysteriöses in sich bergen. Manchmal ist es sehr nah an der Geschichte und manchmal hat es einen Ursprung, der nur sehr entfernt an die Folge erinnert, aber doch mysteriös ist. Doch diese hier ist doch dermaßen absonderlich, dass doch sicherlich sehr viel dazu gedichtet wurde. So etwas kann es doch nicht wirklich gegeben haben, oder? Doch hat es. Die wahre Geschichte, auf die X-Faktor sich hierbei bezieht, würde man kaum glauben können, wäre sie nicht mehrfach und glaubwürdig dokumentiert und bezeugt worden. Alles begann im Jahre 1907 in Paris. In diesem Jahr begann der wenig bekannte Künstler André Marcellin, Aufträge für Porträts anzunehmen und diese von verschiedenen Personen anzufertigen. Den ersten Porträtauftrag, den er bekam, war von einem reichen französischen Filmemacher. 2 Tage nachdem das Porträt fertiggestellt war, starb der Filmemacher unter mysteriösen Umständen und ohne eine medizinisch feststellbare Ursache. Auch dem nächsten Porträtierten ging es nicht anders. Auch er starb 2 Tage nach der Fertigstellung seines Porträts. Marcellin beschloss daraufhin, keine lebenden Personen mehr zu malen, was er auch eine Zeit lang beibehielt. Als ihn jedoch ein Kunde im Jahre 1911 hartnäckig bedrängte, warum er denn kein Porträt von ihm anfertigen wolle, rückte Marcellin damit heraus, dass alle seine Kunden unter den seltsamsten Umständen gestorben seien. Dieser Kunde jedoch bestand darauf, trotz dieser bösartigen Gabe des Künstlers, dass dieser ein Porträt von ihm anfertigt. Und Marcellin ließ sich letzten Endes doch darauf ein. 3 Tage nachdem das Porträt fertig war, starb der Kunde wiederum ohne erkennbare Todesursache. Im Frühling 1913 feierte Marcellin seine Verlobung mit Françoise Noël. Sie wollte unbedingt von ihm porträtiert werden, sagte, dass dieser Fluch Schwachsinn sei und drohte ihm sogar mit der Auflösung der Verlobung, wenn er sie nicht male. Völlig in die Ecke gedrängt, willigte er schließlich ein und porträtierte sie. 1 Woche nachdem er das Porträt begonnen hatte und lange vor der Vollendung, starb seine Verlobte an einer nicht feststellbaren Todesursache. Völlig gebrochen von seiner unheimlichen Gabe und dem Tod seiner Verlobten, beging er den wohl obskursten Selbstmord aller Zeiten. Er porträtierte sich selbst. Am 2. Januar 1914, 4 Tage nach der Fertigstellung seines Selbstporträts, starb André Marcellin an einer nicht feststellbaren Todesursache in Paris. Und erschreckenderweise scheint seine dunkle Gabe bis in unsere Zeit wirksam zu sein. Viele Leute, die seine Porträts in unserer Zeit kauften, verstarben ebenfalls unter mysteriösen Umständen. So erwarb beispielsweise ein Geschäftsmann aus Rom ein Porträt von Marcellin bei einer Auktion in Mailand. 1 Monat später starb er, Todesursache unklar. Kurz darauf starb auch seine Frau. Wenige Tage später hatte der Sohn einen tödlichen Autounfall. In einem weiteren Fall brannte ein Haus in Turin völlig ab. Die Ursache des Feuers war unklar. Alle 4 Bewohner starben und alles im Haus verbrannte, bis auf eines. Ein Porträt, welches Marcellin einst malte. Wie ihr sehen konntet, hat X-Faktor die wahre Geschichte beinahe komplett übernommen. Doch die Frage ist, was dieser Künstler wirklich für eine Macht besaß. Pure Geisteskraft ist in diesem Zusammenhang immerhin auszuschließen, da die Porträts sogar bis in unsere Zeit ihre dunkle Macht auszuleben scheinen. Vielleicht ist unsere Suche nach einer Antwort auch vergebens. Trotzdem hat X-Faktor einmal mehr bewiesen, dass hinter der Serie riesige Welten ungelöster Mysterien lauern, die wahrlich unfassbar sind. Euer Krone SK.
Unsere Realität empfinden viele von uns als etwas Festes, was unveränderlich um uns herum existiert. Doch kann man sich wirklich so sicher sein, dass das Gesehene auch dem Tatsächlichen entspricht? Schaut euch einmal dieses Bild an. Was seht ihr dort? Einige von euch werden jetzt sagen, dass sie natürlich eine alte Frau mit einem Kopftuch sehen. Andere werden sagen, dass dort eindeutig eine junge Frau zu sehen ist, die zur Seite wegschaut. Und für beide Seiten ist ihre Wahrnehmung die Realität. Doch schaut die jeweilige Seite genauer hin, dann wird sie früher oder später auch die andere Seite erkennen. Und beide Seiten haben recht. Und übertragen heißt das, dass es nicht eine absolute Wahrheit gibt, sondern dass verschiedene Perspektiven ein Gesamtbild ergeben, welches sicherlich auch nur ein kleiner Teil des Großen und Ganzen ist. Auch für die Folgen von X-Faktor gilt, dass sie auf den ersten Blick erscheinen, als wären sie nur der Fantasie der Autoren entsprungen. Doch schaut man genauer hin, dann erkennt man etwas Wahres, etwas Echtes, etwas Unerklärliches dahinter. So ist es auch bei unserer heutigen Folge, die völlig aus der Luft gegriffen zu sein scheint, aber bei genauerer Betrachtung noch unfassbarer wird, als sie ohnehin schon ist. Heute beschäftigen wir uns hier bei Kronfaktor mit der X-Faktor-Folge Das Familiengrab, die in der vierten Folge der ersten Staffel zu sehen war. In dieser Folge ist die junge Ausreißerin Dory bei einem tragischen Verkehrsunfall ums Leben gekommen. So wird sie in der großen Familiengruft beigesetzt. Kurze Zeit später stirbt auch die von ihr verhasste Mutter und wird ebenfalls in der Familiengruft untergebracht. Und ab dem Moment beginnen sich seltsame Ereignisse abzuspielen. Denn die Gruft wird mehrfach völlig verwüstet vorgefunden und es gibt absolut keine Einbruchsspuren. Die Polizei versucht es sogar damit, dass sie Sand im Grab verstreut, um später die Fußabdrücke auswerten zu können. Doch vergeblich. Die Gruft wird wieder verwüstet und es sind, trotz dem Sand, keine Spuren zu finden. Da der Familienvater nun auf die Idee kommt, dass es der ruhelose Geist der Tochter sein könnte, der nicht in der Nähe der Mutter sein will, die ihre Tochter mehrfach misshandelt hatte, lässt der Vater die Mutter umbetten. Und wahrhaftig enden damit die seltsamen Ereignisse in der Familiengruft. Wir haben also in der Folge Familiengrab einen ruhelosen Geist, der die Familiengruft immer wieder verwüstet, weil er nicht in der Nähe der Mutter sein will. Was menschlich durchaus nachzuvollziehen ist, kann doch als solches nicht wirklich passiert sein. Hat X-Faktor hier vielleicht eine völlig banale Geschichte in eine sehr gruselige und mysteriöse Begebenheit umgewandelt, um den Sinn einer Mystery-Serie aufrechtzuerhalten? Oder gibt es vielleicht doch etwas, was der Folge durchaus ähnlich ist? Wahrhaftig, das gibt es. Es gibt eine Begebenheit, die der Folge Familiengrab ziemlich ähnlich ist. Und nicht nur das. Sie ist auch überaus mysteriös und seltsam. Deshalb lehnt euch zurück und hört die wahre Geschichte hinter der X-Faktor-Folge Familiengrab. In der Karibik gibt es eine Insel, die den Namen Barbados trägt. Dort befindet sich ein aus Stein erbautes Grabmal. Darin befindet sich das Grab einer gewissen Thomasina Goddard, die dort am 31. Juli 1807 in einem Holzsarg beerdigt wurde. Das Grabmal ging jedoch im Jahre 1808 an die Familie Chase über. Diese waren Plantagenbesitzer. Am 22. Februar 1808 starb die junge Tochter Mary Ann Chase und wurde in dem Grabmal beigesetzt. Am 6. Juli 1812 starb auch die zweite Tochter, Dorcas Chase, und wurde ebenfalls dort beigesetzt. Im August 1812 starb dann schließlich auch der Vater und sollte ebenfalls in der Gruft beigesetzt werden. Als diese dann geöffnet wurde, um den Sarg des Vaters hereinzubringen, staunten die Trauergäste nicht schlecht, als sie ein erschreckendes Bild zu sehen bekamen. Die mehrere Tonnen schweren Bleisärge der Töchter waren von irgendetwas hochkant an die Wände gestellt worden. Der Sarg von Thomasina Goddard hingegen stand noch an seinem Platz und war unangerührt.
Natürlich wurde untersucht, ob jemand in das Grabmal eingedrungen war, doch es fand sich nicht die geringste Spur eines Einbruchs. Mehrere Männer trugen den Sarg des Vaters hinein, stellten die Särge der Mädchen wieder normal hin und zementierten die Eingangsplatte wieder ein. 4 Jahre später, im September 1816, starb dann ein Junge aus der Verwandtschaft der Chases, Samuel Brewster Ames, und wurde ebenfalls in der Gruft beigesetzt. Als die Gruft dann geöffnet wurde, sahen die Leute, dass sich das Phänomen in ähnlicher Form wiederholt hatte. Die Särge standen nicht mehr an den Stellen, wo sie einst abgestellt wurden, sondern quer durch den Raum verteilt, mit Ausnahme des Sarges von Thomasina Goddard. Das Grabmal wurde erneut untersucht und wieder wurde festgestellt, dass es nicht die geringsten Spuren eines Einbruchs gab. Die Särge wurden in die Ursprungsform zurückgestellt, der neue Sarg hinzugefügt und das Grabmal wurde erneut verschlossen. 2 Monate später sollte auch Samuel Brewster Senior in der Gruft beigesetzt werden. Und wieder bot sich dasselbe Bild. Wild verschobene Särge mit Ausnahme des Sarges von Thomasina Goddard. Da der Fall mittlerweile auch außerhalb von Barbados bekannt wurde, schaltete sich schließlich der Gouverneur, Lord Combermere, persönlich ein. Als die nächste Person am 7. Juli 1819 in der Gruft bestattet werden sollte, waren die Särge wiederum verschoben worden. Der Gouverneur ließ die Gruft auf lockere Steine und geheime Eingänge untersuchen, wobei jedoch nichts gefunden wurde. So ließ er um die Särge herum Sand ausstreuen, um mögliche Fußspuren oder eindringendes Flutwasser erkennbar machen zu können. Am 18. April 1820 ließ er die Gruft wieder öffnen und musste feststellen, dass die Särge erneut verschoben waren, aber es in dem verstreuten Sand keinerlei Spuren gab. Da man von einem übernatürlichen Ursprung ausging, ordnete der Gouverneur an, die Särge auf den nahegelegenen Friedhof zu bringen und sie dort zu begraben. Die Gruft wurde stillgelegt und das bis heute. Und das war die wahre Geschichte hinter der X-Faktor-Folge Familiengrab. Interessanterweise hatte ich über die Wandersärge bereits ein Video gemacht, was aber nicht unbedingt sonderlich ausführlich war. Über die Wandersärge von Barbados werde ich noch ein ausführliches Extra-Video machen. Jedenfalls beweist sich einmal mehr, dass X-Faktor sich an Ereignissen orientiert hat, die wirklich ein tieferes Mysterium in sich bergen, die bis heute für uns unerklärlich und unfassbar sind. Ich würde mich über einen Daumen nach oben für dieses Video sehr freuen und natürlich auch über ein Abo, falls ihr es noch nicht getan habt. Ich wünsche euch noch einen gediegenen Tag, Abend oder was auch immer. Euer Krone SK. Einen wunderschönen. Hier ist Krone SK und ich heiße euch herzlich willkommen zu Kronfaktor, jenem Format, in dem ich die wahren Fälle hinter den von X-Faktor das Unfassbare als wahr angegebenen Geschichten herausfinde und zugänglich mache. Da X-Faktor dazu neigte, nur sehr vage Angaben über den Ursprung bzw. den Handlungsort der wahren Geschichte zu machen und diese Angabe bei manchen von ihnen sogar komplett weglässt, ist es nicht immer ganz einfach herauszufinden, auf welchem wahren Kern manch eine Geschichte basiert. Und während es bei manchen Geschichten recht eindeutig ist, weil der wahre Fall beinahe 1:1 übernommen wurde, ist es bei anderen Geschichten so, dass sie nur einzelne Elemente des wahren Falls in sich tragen und der Rest komplett verändert wurde. Heute geht es jedenfalls um die X-Faktor-Geschichte. Als ich die Folge gerade beschrieben habe, fiel mir auf, dass ich sie früher nie sonderlich beeindruckend fand. Erst jetzt, wo ich genauer darüber nachdenke, merke ich, dass sie doch ziemlich außergewöhnlich ist. Liegt es vielleicht daran, dass ich schon weiß, was der wahre Fall dahinter ist? Sicherlich auch. Vielleicht geht es euch gleich genauso. Doch wie soll diese Geschichte auf einem echten Fall basieren? Ich meine, wenn es genauso war, wie kann man dann von einem Unsichtbaren sprechen, der Katastrophen vorhersagen konnte? Immerhin hätte ihn dann ja niemand sehen können. Und was dann bliebe, wäre ein Mädchen mit hellseherischen Fähigkeiten. Doch war es so? Hat X-Faktor solch einen Fall nur schön ausgeschmückt? Tatsache ist, dass die wahre Hintergrundgeschichte nicht gerade einfach zu finden war. Das ging sogar so weit, dass ich nicht sicher gewesen wäre, ob es wirklich der Ursprung zur Folge sein könnte, wenn es nicht deutliche Überschneidungen, direkte Parallelen und eventuell 2 Anspielungen in der Folge gäbe, so diese Anspielungen denn beabsichtigt waren. Aber um euch jetzt nicht länger auf die Folter zu spannen,
Hier ist der wahre Fall, auf den sich die X-Faktor-Folge Der unsichtbare Freund sehr wahrscheinlich bezieht. Der Fall dreht sich um ein 8-jähriges Mädchen mit dem Namen Nicole Hart aus Melbourne in Australien. Sie bekam 1987 von ihren Eltern eine ganz gewöhnliche Stoffpuppe geschenkt, die von ihr den Namen Maggie bekam. Zunächst passierte nichts Ungewöhnliches, doch eines Tages sagte Nicole plötzlich zu ihrer Mutter, dass Maggie ihr gesagt hätte, dass Jinx, der Familienkater, sterben müsse. Am selben Abend wurde der Kater von einem Auto überfahren und starb. Nicoles Vater, Rance Hart, sagte in einem späteren Interview dazu, »Meine Frau und ich haben zuerst geglaubt, Nicole hat sich das aus den Fingern gesogen. Dann haben wir die Stimme selbst gehört. Wir sind wie vor den Kopf geschlagen. Es ist ein Rätsel.« Doch damit sollte die Geschichte nicht enden. Die Puppe machte weiterhin schockierend präzise Vorhersagen und keine davon prophezeite etwas Gutes. So sagte die Puppe zeitgenau den Tod des Nachbarn voraus. Auch konnte sie 3 Autounfälle von Bekannten genau vorhersagen. Und auch, dass Großmutter Hart an Krebs erkrankt war, bevor diese es überhaupt selbst wusste. Diese und andere Vorhersagen sind bis heute für Forscher unerklärlich. Und auch andere Personen, die im Hause Hart zu Besuch waren, sagten aus, dass sie die seltsame Stimme der Puppe gehört hätten. Vater Rance Hart sagte in seinem Interview als abschließenden Satz, »Das Seltsame ist, dass die Puppe nie etwas Positives ankündigt. Alle Botschaften beziehen sich auf ein drohendes Unheil, das dann auch eintritt. Es ist mehr als deprimierend. Wir können nicht mehr viele solcher Unheilsmeldungen verkraften.« Ob Nicole die Puppe Maggie bis heute noch hat, konnte ich leider nicht herausfinden. Dieser Fall geschah in einer Zeit, in der die Medien noch offener gegenüber paranormalen Ereignissen waren, als sie es heute sind, weshalb der Fall insgesamt gut dokumentiert wurde. Andererseits hat es doch ein wenig Zeit gekostet, entsprechende Quellen zu finden, da das Internet viel eher Informationen über Puppen wie Annabelle oder Robert the Doll ausspuckt. Auf jeden Fall war dies die wahre Geschichte hinter der X-Faktor-Folge Der unsichtbare Freund. Habt ihr die Anspielung der Folge auf die echte Geschichte gefunden? Einerseits heißt der unsichtbare Freund in der X-Faktor-Folge Sydney. Da der wahre Fall in Australien spielt, könnte dies durchaus eine Anspielung sein. Andererseits heißt die Mutter in der Folge Maggie, also genauso wie die Puppe in dem echten Fall. Zumindest dieser Punkt scheint mir kein Zufall zu sein, weshalb ich mir schon sicher bin, dass es sich dabei tatsächlich um die Vorlage für die X-Faktor-Folge handelte. Natürlich lässt sich das manchmal nicht mit absoluter Sicherheit sagen, da die Autoren von X-Faktor sich nie geäußert haben, aber bei diesem und bei den letzten Kronfaktor-Videos bin ich mir schon sicher. Und ich merke jetzt gerade, dass dieses Video ziemlich kurz ist, aber leider lässt sich nicht großartig mehr dazu sagen. Viel mehr Informationen geben weder die Bücher noch das Internet darüber preis. Und doch hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat. Falls ihr die alten Kronfaktor-Folgen noch nicht gesehen habt, in der Endcard ist die entsprechende Playlist verlinkt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Woche, was auch immer. Euer Krone SK, bis zum nächsten Mal. Einen wunderschönen. Hier ist Krone SK und ich heiße euch herzlich willkommen zur 2. Staffel von Kronfaktor. Während wir bereits in der 1. Staffel so einige echte Fälle hinter den wahren Geschichten von X-Faktor das Unfassbare herausfinden konnten, so zum Beispiel die echten Fälle hinter Folgen wie Napoleons Stuhl, Totenstimme, Gelobt sei der Herr oder Der unsichtbare Freund, soll es nunmehr weitergehen auf der langen Suche nach den wahren Geschichten hinter den wahren Geschichten. Dass das nicht immer ganz einfach ist, kann man schon daran erkennen, dass die Angaben zu den Ursprüngen der Folgen oftmals sehr schwammig waren. So wird zum Beispiel bei der Folge Tod einer Wachsfigur am Ende gesagt, dass es sich um einen echten Fall aus Kanada in den 80er Jahren handelt. Es umfasst also einen Zeitraum von 10 Jahren im zweitgrößten Land der Welt.
Und würde man in dem Fall nur Wachsfigurenkabinette suchen müssen, dann wäre es relativ einfach. Aber die erste Staffel von Kronfaktor hatte bereits gezeigt, dass die Folgen sich manchmal doch recht stark von den echten Ursprüngen unterscheiden. Da ich oftmals durch Zufall über Ereignisse stolpere, die der wahre Ursprung einer wahren X-Faktor-Folge sein könnten, hoffe ich darauf, dass wir sie irgendwann alle beisammen haben werden. Und jetzt geht es los mit dem Video zu der X-Faktor-Folge Der Absturz. Manchmal schaut man sich etwas Kraft seiner Augen an, empfindet es als real und hinterfragt es nicht weiter. Wir verlassen uns voll und ganz auf unsere Sinne. Aber was ist, wenn unsere Sinne uns täuschen? Was ist, wenn wir etwas zwar sehen, aber nicht wahrnehmen, was dahinter steckt? Schaut euch einmal dieses Bild an. Seht in das linke Auge. Ihr werdet feststellen, dass das rechte Auge sich auf euch zubewegt, während ihr das linke anschaut. Schaut nun in das rechte Auge. Jetzt werdet ihr sehen, wie sich das linke Auge langsam auf euch zubewegt. Doch betrachtet ihr das Bild als Ganzes und konzentriert euch dabei, dann werdet ihr feststellen, dass das Bild völlig stillsteht. Unsere Wahrnehmung hat uns hier einen Streich gespielt. Warum sollte dieselbe Wahrnehmung uns nicht auch Streiche spielen, wenn es um andere Dinge geht? Vielleicht können wir gewisse Dinge gar überhaupt nicht wahrnehmen. Ich muss sagen, dass ich in diesem Fall die X-Faktor-Adaption besser finde als das Original, was bei einigen Folgen anders aussieht. Sicherlich ist der Ursprung der Chatham-Basis sehr seltsam und mysteriös, aber die X-Faktor-Folge finde ich diesmal trotzdem interessanter. Vielleicht ändert sich das ja bei der nächsten Folge wieder. Welche das sein wird, ihr werdet es bald erfahren. Dies war jedenfalls der wahre Ursprung der X-Faktor-Folge Der Absturz. Ich hätte gern mehr darüber erzählt, aber viel mehr gibt es darüber leider nicht zu erzählen. Ich hoffe, dass euch dieses Kronfaktor-Video gefallen hat und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Woche, was auch immer. Euer Krone SK, bis zum nächsten Mal. Einen wunderschönen. Hier ist Krone SK und ich heiße euch herzlich willkommen zu Kronfaktor. In diesem Format suchen wir nach den wahren Fällen hinter den von X-Faktor das Unfassbare als wahr angegebenen Folgen. In den vergangenen Kronfaktor-Videos konnten wir bereits feststellen, dass sich X-Faktor bisher fast immer an echten, mysteriösen Ereignissen bedient hat, die jeweils gut dokumentiert waren und diese dann entsprechend für die Serie angepasst hat. Wird das heute auch so sein? Finden wir es heraus. Doch zuvor ein kleiner Test. Versucht nun beim jetzt eingeblendeten Bild die Farben schnell hintereinander aufzusagen. Nicht die Worte, die dort stehen, sondern die Farben, mit denen die Worte jeweils geschrieben sind. Nehmt euch dafür mal 10 Sekunden Zeit. Die meisten von euch dürften nun feststellen, dass das gar nicht so einfach ist, zumindest nicht in hoher Geschwindigkeit. Um die Farben schnell hintereinander sagen zu können und die Worte dabei zu ignorieren, bedarf es etwas Übung, was mir auch nicht anders ging. Und doch zeigt dieses Bild im übertragenen Sinne gut, dass wir nicht nur die Fassade einer Sache begutachten sollten, sondern auch die verschiedensten Blickwinkel in aller Farbenpracht beleuchten sollten. So kommt es, dass der Laufbursche die Kurzgeschichte einsammelt. Jacks Kurzgeschichte wird als gleich vorweg, Krakatoa oder auch Krakatau gab es wirklich zwischen Sumatra und Java.
und auch den Vulkanausbruch am 27. August 1883, der die Insel Krakatoa beinahe komplett im Meer versinken ließ, gab es wirklich. Doch gab es auch einen Reporter, der geträumt hatte, dass auf dieser Insel ein Vulkanausbruch stattfindet? Gab es tatsächlich diesen Bericht, bevor das eigentliche Ereignis bekannt wurde? Denkt kurz darüber nach, ob es so etwas wirklich gegeben haben kann oder ob X-Faktor sich hier sehr viel künstlerische Freiheit herausgenommen hat. Um euch nicht länger auf die Folter zu spannen, hier nun der wahre Ursprung der X-Faktor-Folge Der Reporter. Als die Boston Globe eine Sensation veröffentlicht hatte. Ob S. jetzt Som oder Samson heißt, sei mal dahingestellt. Aber zumindest wissen wir, dass die Boston Globe am 27. August 1883 etwas über Krakatoa veröffentlicht hatte. Ob es nun der Traum von S. war oder ob die Dinge doch anders lagen, konnte ich wirklich beim besten Willen nicht herausfinden. Dafür müsste ich schon in deren Archive, was wohl ein Wunschtraum bleiben wird. Wir halten also fest, Som oder Samson hatte einen Traum von einer Insel, die durch einen Vulkan im Meer versank. Es sprechen einige Dinge dafür, dass dies wirklich geschah, aber beweisen kann ich es an dieser Stelle nicht. Aber darum geht es in diesem Video auch nicht, sondern um X-Faktor. Denn diese Geschichte von einem Journalisten, der das Unglück von Krakatoa geträumt und aufgeschrieben hatte, ist der wahre Ursprung der X-Faktor-Folge Der Reporter. Und damit hätten wir die nächste wahre Geschichte von X-Faktor erfolgreich recherchiert. Ich weiß, viele von euch warten auf Folgen wie Die Mächte des Wahnsinns, Tod einer Wachsfigur, Rote Augen und so weiter. Doch ich kann nicht genau sagen, wann ich über eben diese stolpere. Das ist auch eine Sache des Glücks. Ich kann aber sagen, dass ich an so einigen Folgen dran bin, aber nichts voreilig veröffentlichen will, bevor ich es nicht bis ins kleinste Detail geprüft habe. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Woche, was auch immer. Euer Krone SK, bis zum nächsten Mal. Einen wunderschönen Hier ist Krone SK und ich heiße euch herzlich willkommen zu Kronfaktor. In diesem Format suchen und im Idealfall finden wir die wahren Hintergrundgeschichten hinter den von X-Faktor das Unfassbare als wahr angegebenen Geschichten. Heute mal ein paar Worte vorweg. In den letzten beiden Folgen hatte ich Ausschnitte aus der Serie in mein Video einfließen lassen. In letzter Zeit sind die Film- und Serienmacher bei YouTube aber nicht mehr allzu kulant, was das angeht. So kam es, dass meine letzten beiden Kronfaktor-Folgen geclaimed wurden. Soll heißen, ich kann sie nicht mehr monetarisieren, was ich ohnehin nicht getan habe. Trotzdem sind diese vorübergehend auf privat gestellt, sind aber ab April wieder anschaubar. Um meinen Kanal nicht zu gefährden, muss ich allerdings in Zukunft wahrscheinlich darauf verzichten, Ausschnitte der Serie als Video zu zeigen und stattdessen wieder Standbilder nehmen. Das ist zwar blöd, lässt sich aber leider nicht ändern, wenn mein Kanal auf Dauer bestehen bleiben soll. Und wenn alle Stricke reißen, dann illustriere ich die Folgen eben selbst, wie ihr gerade sehen könnt. Ich weiß, es sieht der Serie zum Verwechseln ähnlich. Man muss schon wirklich ganz genau hinschauen, um zu sehen, dass das nur gezeichnet ist. In der heutigen Folge kann man auch etwas durcheinander kommen. So gibt es eine Folge mit dem Namen Schlafwandler und eine Folge mit dem Namen Der Schlafwandler. Unsere heutige Folge bezieht sich aber auf den Fall eines Polizisten, der schlafwandelnd nicht allzu freundliche Sachen gemacht hat, wie ihr gleich erfahren werdet. Die eigene Wahrnehmung kann einen immer wieder täuschen, selbst dann, wenn man sich einer Sache absolut sicher ist.
Um das zu versinnbildlichen, betrachtet einmal diese beiden Bilder. Schaut sie euch einmal 10 Sekunden lang an. Was soll da schon zu sehen sein, fragt sich der eine oder andere jetzt sicher. Das ist doch derselbe Weg, nur aus verschiedenen Blickwinkeln. Und genau das stimmt eben nicht. Denn wenn ihr Einzelheiten der beiden Bilder miteinander vergleicht, werdet ihr feststellen, dass beide Bilder absolut identisch sind. Unsere Wahrnehmung spielt uns hier einen Streich. Hier bei Kronfaktor ist es ganz ähnlich. X-Faktor-Folgen, dessen Echtheit man als unmöglich ansieht, entpuppen sich oftmals als wahre und tatsächlich stattgefundene Ereignisse, die ebenso mysteriös sind wie in der Serie. Im heutigen Video geht es um die X-Faktor-Folge Der Schlafwandler aus der 8. Folge der 2. Staffel. In der Folge wird die Nachbarin des Detectives Hank Reeses in der Nacht am Strand von Malibu beim Joggen erschossen. Er selbst nimmt dabei die Ermittlungen auf. Dabei muss er feststellen, dass der Täter anscheinend nur Socken getragen hat. Außerdem bellt der Hund des Opfers ihn aus irgendwelchen Gründen an, obwohl er sich immer gut mit dem Hund verstanden hat. Im Schlaf erlebt er das Verbrechen wegen seiner Ermittlungen auch in seinem Traum. Nachdem Reeses wieder wach geworden ist, entdeckt er Kratzer auf seiner rechten Brust. Kurz darauf sieht er, dass seine Socken nass und voller Sand sind. Außerdem sieht er, dass eines seiner Hemden Rissspuren hat, wie als hätte ihn jemand gekratzt. In ihm entwickelt sich ein schrecklicher Gedanke, doch er muss auf Nummer sicher gehen können. Deshalb schießt er mit seiner Dienstwaffe in ein Buch und vergleicht die Kugel mit der Kugel des Mörders. Sie sind identisch. Am Ende der Folge realisiert er, dass er ein Schlafwandler ist und in diesem Zustand seine Nachbarin ermordet hat. Dann endet die Folge. X-Faktor erzählt uns also die Geschichte eines Polizisten, der beim Schlafwandeln seine Nachbarin erschossen hat. Es gibt so einige Fälle, in denen Schlafwandler teils wirklich seltsame Sachen getan haben, wie zum Beispiel Auto zu fahren oder etwas zu essen. Doch gab es wirklich einen Fall, in dem ein Polizist jemanden erschossen hat, während er schlafwandelte? Oder haben die Autoren den Teddybären eines Schlafwandlers mit einer Waffe verwechselt? Nun, es wird bestimmt schon jemand mit seinem Teddybären geschlafwandelt sein, doch dies trifft auch auf eine Waffe zu. X-Faktor erzählt uns die Wahrheit. Die wahre Geschichte handelt von dem Pariser Polizisten Robert Ledroux. Er wurde im Jahre 1887 an den Tatort eines Mordes gerufen, dessen Täter er ermitteln sollte. Nach nicht allzu langer Suche entdeckte er eine Pistolenkugel und einige sehr auffällige Fußabdrücke. Auffällig waren sie deshalb, weil am rechten Fuß der große Zeh fehlte. Robert Ledroux kam direkt der Verdacht, dass er es selbst gewesen sein könnte, denn auch er hatte am rechten Fuß keinen großen Zeh. Wenig später bemerkte er, dass in seiner Dienstwaffe ein Schuss fehlte. Er erinnerte sich, dass er am Morgen nach dem Mord schweißgebadet und völlig verwirrt aufgewacht war. All diese Indizien sorgten dafür, dass er sich sicher war, dass er den Mord begangen hatte. Doch er musste schlafgewandelt sein, so seine Vermutung, da er sich absolut nicht an den Mord erinnern konnte. Er stellte sich schließlich seinen eigenen Kollegen, doch niemand glaubte ihm die Geschichte des Schlafwandelns. Doch es konnte ihm andererseits auch niemand das Gegenteil beweisen. Trotzdem wurde er festgenommen und für den Rest seines Lebens in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen. Tests, die dort gemacht wurden, deuteten stark darauf hin, dass seine Version wirklich der Wahrheit entsprach. Außerdem begann er auch in der Klinik Schlaf zu wandeln. Musik
Und das war die wahre Geschichte hinter der X-Faktor-Folge Der Schlafwandler. Schön stelle ich mir seine Situation nicht gerade vor. Wenn er wirklich geschlafwandelt ist, dann konnte er ja eigentlich nichts für den Mord. Oder doch? Das ist wirklich schwer zu beurteilen. Und was ich lange nicht mehr erwähnt habe, folgt mir gerne auf meinen anderen Social Medias, Facebook, Instagram und oder Telegram, um auch stets und immer bei jeder Eventualität auf dem Laufenden zu bleiben. Und wer mich gerne noch anders unterstützen möchte, kann gerne jederzeit Kanalmitglied auf meinem Kanal werden. Das kostet 2 Euro im Monat und ist wirklich nur dazu da, wenn man mich noch anderweitig unterstützen möchte. Es entsteht kein Nachteil daraus, in Anführungsstrichen nur Abonnent und kein Kanalmitglied zu sein. Und wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, so würde ich mich sehr freuen, wenn du mich an dieser Stelle abonnieren würdest. In diesem Sinne, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Woche, was auch immer. Euer Krone SK, bis zum nächsten Mal. Kronfaktor. In dieser Reihe suchen wir nach den Ursprüngen der von X-Faktor das Unfassbare als wahr angegebenen Geschichten. Und wir suchen sie nicht nur, sondern wir finden sie auch. Und so kommen wir heute zu dem wahren Ursprung der X-Faktor-Folge Schach mit dem Jenseits. Doch zuvor schaut euch einmal dieses Bild an. Auf den ersten Blick sieht man dort viele schwarze und weiße Längsstreifen. Soweit nichts Besonderes. Doch schaut euch das Bild einmal genauer an. Erkennt ihr, was sich hinter den Streifen verbirgt? Konzentriert euch voll und ganz auf dieses Bild. Geht zur Not ein Stück vom Bildschirm weg, um es zu erkennen. In 10 Sekunden sage ich euch, was ihr dort erkennen könnt. Habt ihr es erkannt? Hinter diesem Bild verbirgt sich das Gesicht einer Katze. So verhält es sich auch mit paranormalen Ereignissen. Denkt man im ersten Moment, dass es Dinge wie Geister eigentlich überhaupt nicht geben kann, so genügt manchmal schon nur ein Blick aus einer anderen Perspektive, um das Unfassbare erkennen zu können. In der X-Faktor-Folge Schach mit dem Jenseits spielen die beiden besten Freunde Chester und Walt jeden Samstag im Garten Schach gegeneinander. Diese Spiele sind gespickt mit kleinen Sticheleien, was ihre besondere Freundschaft unterstreicht. Walt nimmt dabei stets die weißen Figuren und beginnt das Spiel immer mit dem Zug Königsbauer nach E4. Während Chester sich darüber lustig macht, da Walt zwar anfangen darf, dafür aber regelmäßig verliert. Eines Tages stirbt Walt jedoch nach einem Schachspiel bei einem Autounfall. Chester ist deswegen sichtlich mitgenommen, weswegen seine Frau ihm anbietet, mit ihm Schach zu spielen. Als sie die Partie gerade begonnen haben und Chesters Frau Mary ihren Zug mit den weißen Figuren gemacht hat, zieht sich die Figur wie durch Geisterhand zurück und stattdessen springt der Königsbauer nach E4. Außerdem riechen die beiden plötzlich das Aftershave, welches Walt immer benutzt hat. Daraufhin beenden sie das Spiel und Mary ruft eine Spezialistin für paranormale Erscheinungen, die jedoch keine übernatürlichen Aktivitäten feststellen kann. Zum Abschluss sagt sie zu Chester, dass ihr Vater auch immer jenes Aftershave benutzt hat, was im Garten zu riechen ist. Am Ende der Folge sitzt Chester vor dem Schachbrett und sagt zu dem leeren Stuhl gegenüber, dass er jetzt am Zug sei. Daraufhin bewegt sich der weiße Königsbauer nach E4.
In der Folge kehrte also der Geist von Chesters Freund Walt zurück, um weiterhin regelmäßig mit seinem besten Freund Schach zu spielen. Was in meinen Augen eine wunderschöne Folge von X-Faktor ist, welche am Ende als wahr angegeben wird, kann doch nur eine Erfindung oder doch zumindest nur eine extreme Aufschmückung gewesen sein, oder? Ja und nein. Schach mit dem Jenseits beruht tatsächlich auf einem mysteriösen wie auch paranormalen Fall. Jedoch hat X-Faktor die wirkliche Geschichte recht stark verändert, wobei sich die Veränderungen zum Großteil darauf beziehen, wer gegeneinander Schach gespielt hat. Aber ja, es beruht auf einem echten Fall, den ich euch nachfolgend vorstellen werde. Jedoch müsst ihr vorher noch wissen, dass der echte Fall äußerst komplex ist, weshalb ich ihn in diesem Video grob zusammenfassen werde und in einem weiteren Video den Fall detailliert aufzeigen werde. Dr. Wolfgang Eisenbeiß, ein Anlageberater und Amateurschachspieler, der sich sehr stark mit paranormalen Ereignissen beschäftigte, spielte im Jahr 1985 mit dem Gedanken, ob es nicht möglich wäre, dass ein lebender und ein bereits verstorbener Schachspieler gegeneinander spielen. Dies war jedoch nicht nur ein kurzes Gedankenspiel, sondern er wollte diesen Gedanken auch in die Tat umsetzen. So übergab Dr. Eisenbeiß dem Medium Robert Rollins eine Liste mit einigen bereits verstorbenen Schachgroßmeistern und bat ihn, dass er versuchen solle, mit einem dieser Verstorbenen Kontakt aufzunehmen. Und es gelang dem Medium schließlich auch, Kontakt mit dem Geist eines ehemaligen Schachgroßmeisters aufzunehmen, dem 1951 verstorbenen Geza Maroschi, der einst Drittplatzierter der Weltrangliste der Schachspieler war. Am 15. Juni 1985 schrieb Rollins medial im Auftrag von Maroschi: Unser Lieber, wir warten schon auf deinen Anfang. Jetzt endlich konnten wir den Geza Maroschi mitbringen. Weil es am Anfang ist, sind zwei von uns dabei. Wir werden vermitteln. Aber zuerst wird er persönlich versuchen zu schreiben mit deiner Hand. Und da ist er. Dann folgte auf Ungarisch: Ich bin Maroschi Geza. Ich grüße Sie. Der irdische Gegner, der von Dr. Eisenbeiß auserwählt wurde, war Viktor Korchnoi, zu diesem Zeitpunkt der drittplatzierte Schachspieler der Weltrangliste. Dieser war zunächst wenig begeistert von der Idee, gegen einen Toten Schach zu spielen, da er selbst nicht an Geister glaubte. Letztlich stimmte er jedoch zu. Das Fernschachspiel lief folgendermaßen ab. In der Wohnung des Mediums Rollins wurde ein kleines Steckschachspiel mit dem jeweiligen Spielstand aufgestellt, an welchem sich der Geist von Maroschi orientieren sollte. Der Geist übermittelte den eigenen Zug über die Hand des Mediums, welches den Zug auf einen Zettel schrieb. Diesen Zug übermittelte er Dr. Eisenbeiß, der wiederum Korchnoi den Zug übermittelte. Korchnoi überlegte sich dann seinen nächsten Zug, übermittelte diesen Dr. Eisenbeiß, der es wiederum Rollins übermittelte. So sollte verhindert werden, dass Korchnoi und das Medium sich persönlich kennen. Im Jahre 1985 machte der Geist von Maroschi mit den weißen Figuren schließlich seinen ersten Zug, Königsbauer nach E4. Interessanterweise ist es derselbe erste Zug, den auch Walt in der X-Faktor-Folge machte. Auf den Ablauf der Partie gehe ich in dem gesonderten Video noch individuell ein, da sie mit sehr vielen Details einhergeht. Wichtig ist jedoch, dass die Partie von 1985 bis 1993 andauerte und aus insgesamt 47 Zugpaaren bestand, bis der Geist von Maroschi schließlich aufgab. Die Partie dauerte deshalb so lange, weil die Übermittlung in Zeiten ohne Internet sich etwas schwieriger gestaltete als heute
Und weil sowohl Rowlands als auch Korchnoi neben der geisterhaften Schachpartie noch andere Verpflichtungen hatten. Zum Abschluss zitiere ich noch einige Worte von Dr. Eisenbeiß über die Schachpartie. Als Parapsychologe mit besonderem Forschungsgebiet der Frage nach einem nachtodlichen Leben befasste ich mich seit Jahren mit dem Gedanken, eine Schachpartie zwischen einem lebenden und einem verstorbenen Großmeister zu inszenieren. Einer Anregung des Urner Zahnarztes Dr. Waldhorn ist es zu danken, dass ich endlich versuchte, das Experiment in die Tat umzusetzen. Es ging und geht mir darum, das Überleben des Todes mit Hilfe von Rahmenbedingungen, die wissenschaftlichen Kriterien genügen, indizienmäßig zu beweisen. Als Mittler oder Medium stand mir Robert Rowlands unentgeltlich zur Verfügung. Schon vor Jahren hatte ich die schreibmediale Begabung dieses deutschen Musikers böhmischer Abstammung mit positivem Ergebnis geprüft. Rowlands, der von Schach nichts versteht, bekam den Auftrag, im Jenseits aus einer Gruppe verstorbener Großmeister einen Gegner für Korchnoi zu suchen. Korchnoi selbst hatte vorrangig seine Teilnahme am Experiment freundlicherweise ebenfalls unentgeltlich zugesagt. Rowlands fand schließlich Geza Maroschi, der sich mit Freude bereit erklärte, die Partie zu spielen, nachdem seine Schutz- und Führungsgeister ihre Einwilligung gegeben hatten. Dies in dem Bestreben, die Menschen sollten sich doch mit der Tatsache eines nachtodlichen Lebens vermehrt auseinandersetzen. Auf mein Ersuchen hin gab Maroschi sich eine über 40 Seiten hinziehende, teils sehr detaillierte Schilderung seines Lebens. Basierend darauf habe ich 39 Fragen erstellt, die der ungarische Historiker Laszlo Sebestyev in über 70 Stunden Arbeit beantworten konnte. Dabei haben ihn Maroschis noch lebende Kinder, heute beide über 80 Jahre alt, maßgeblich geholfen. Das Erstaunliche? Die Antworten decken sich im Kern alle mit Maroschis Bericht. Die Differenzen im Unwesentlichen sprechen für die Echtheit des Vorganges. Also widerlegen etwa den Einwand, das Medium hätte Maroschis Schilderung dessen noch lebenden Kindern abgezapft. Alles weitere zu diesem Fall, unter anderem auch einige Beweise, dass diese Schachpartie nicht einfach nur ein schlechter Scherz war, sondern tatsächlich stattgefunden hat, gibt es bald in meinem detaillierten Video zu diesem Fall. Doch zum Abschluss will ich euch noch ein Zitat mitgeben, welches das Medium im Namen des Geistes von Maroschi auf einen Zettel schrieb und welches die Motive des Geistes offenlegt, an dieser Schachpartie teilgenommen zu haben. Weil ich auch etwas tun möchte, um der auf der Erde lebenden Menschheit eine große Hilfe zu leisten, damit sie endlich überzeugt wird, dass der Tod nicht alles beendet, sondern sich der Geist von dem karnalen Körper löst und zu uns oben in eine neue Welt kommt, wo weiterhin das Leben des Individuums sich manifestiert in einer neuen, unbekannten Dimension. Und das war die wahre Geschichte hinter der X-Faktor-Folge Schach mit dem Jenseits. Wie gesagt, ich habe es hier mal auf ein Minimum begrenzt, weil es hier insbesondere um X-Faktor gehen soll. Doch dieser Fall ist derart vielschichtig und vor allem dermaßen gut dokumentiert und hat so viele Details, die die Echtheit beweisen, dass ich darauf auf jeden Fall nochmal eingehen will und werde. Und ich muss auch sagen, dass ich, seit ich Kronfaktor mache, X-Faktor das Unfassbare noch mehr zu schätzen weiß als früher, da es bisher so war, dass die Fälle zumeist auf wirklich unerklärlichen Fällen basierten und ich die Hoffnung habe, dass es auch bei anderen Folgen so sein wird, wenn auch vielleicht nicht bei allen. Doch das wird die Zukunft zeigen. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat, folgt mir gerne auch bei Facebook, Instagram und oder Telegram und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Woche, was auch immer. Euer Krone SK, bis zum nächsten Mal.
Einen wunderschönen. Hier ist Krone SK und ich heiße euch herzlich willkommen zu Kronfaktor. Jenes Format, in dem wir die echten Hintergrundgeschichten zu den von X-Faktor das Unfassbare als wahr angegebenen Geschichten suchen und bisher auch finden. Und es ist gerade auch sehr passend, da am 31. Oktober um 20.15 Uhr auf RTL 2 eine komplett neue Folge dieser Serie kommt, in der sogar die X-Faktor-Legende Jonathan Frakes moderiert. Jedenfalls geht es im heutigen Video um die X-Faktor-Folge Der geheimnisvolle Mr. Hibbert. Zunächst jedoch schaut euch einmal dieses Bild an. Ihr seht dort die verschiedensten Buchstaben, die ein Geheimnis in sich bergen. Dort stehen nämlich verschiedene Namen von YouTubern, die ihr gerne schaut. Der Name des YouTubers, den ihr als erstes lest, wird nächstes Jahr und die Jahre darauf euer liebster YouTuber sein. Ich weiß, die Auswahl ist sehr groß, aber ich bin mir sicher, dass das Schicksal für euch die richtige Wahl treffen wird. In der X-Faktor-Folge Der geheimnisvolle Mr. Hibbert erleidet der namensgebende Anwalt Douglas Hibbert eine Grippeerkrankung und beschließt deswegen, die Nacht in einem Motel zu verbringen. Jedoch kann Hibbert nicht einschlafen und fragt deshalb den Motelbesitzer nach der nächsten Apotheke. Dieser erklärt ihm den Weg und Hibbert macht sich auf, um dort Medizin zu holen. Als Hibbert schließlich in das Motel zurückkehrt, ist seine Kleidung völlig durchnässt und vermodert und er selbst benimmt sich äußerst seltsam. Dann bittet er den Motelbesitzer, dass dieser im Safe eine schwarze Plastiktüte aufbewahren solle und verschwindet dann wortlos in sein Zimmer. Kurze Zeit später taucht die Polizei im Motel auf und berichtet, dass Hibbert auf dem Weg zur Apotheke bei einem Autounfall ums Leben kam. Das klingt ja erstmal zu fantastisch, um wirklich wahr sein zu können. Immerhin gibt es nur sehr wenige wirklich gut dokumentierte Fälle, in denen eine Geistererscheinung als wahrscheinlich gilt. Ist dies hier der Fall? Oder hat X-Faktor einen tragischen Unfall einfach als mysteriöses Ereignis verkaufen wollen? Nun, ersteres trifft zu. Hier hat sich X-Faktor einen Fall zum Vorbild genommen, der von der Polizei sehr genau dokumentiert wurde und der von diesen selbst als rätselhaft und unerklärlich eingestuft wurde, da es dafür keine rationale oder logische Erklärung im irdischen Sinne gibt. Der mysteriöse Fall von Thomas P. Meehan. Bevor wir zum Fall selbst kommen, möchte ich anmerken, dass ich alle Informationen zu diesem Fall aus den Polizeiakten entnehme und teilweise frei aus diesen zitiere. Der zum Zeitpunkt des Geschehens 38-jährige Thomas P. Meehan reiste am 1. Februar 1963 durch Kalifornien auf der Rückfahrt von einem Geschäftstermin. Auf der Fahrt bemerkte er, dass er sich ziemlich krank fühlte und rief von einer Telefonzelle aus seine Frau an, um ihr mitzuteilen, dass er sich ein Hotel suchen und am nächsten Tag nach Hause fahren würde. Gegen 17 Uhr des 1. Februar 1963 checkte Thomas in das 40 Wings Motel in Redway, Kalifornien ein. Um 18 Uhr machte er sich dann auf den Weg in das Southern Humboldt Community Krankenhaus. Gegen 18.45 Uhr teilte er einer Krankenschwester mit, dass er sich fühle, als wäre er bereits tot. Die Schwester schrieb ihn auf die Warteliste und schickte Thomas in das Wartezimmer. Doch kein Arzt sollte ihn jemals zu Gesicht bekommen, denn er verschwand spurlos aus dem Krankenhaus. Die Krankenschwester ging davon aus, dass er ungeduldig wurde und einfach ging. Etwa zur selben Zeit beobachtete ein Paar aus Myers Flat, Kalifornien, wie ein Auto in den Eel-Fluss stürzte und teilte dies der örtlichen Polizei mit.
Und jetzt wird es mysteriös. Gegen 20 Uhr kehrte Thomas zurück in das Motel und unterhielt sich mit dem Besitzer Chip Nanemaker. Meehan fragte ihn im Laufe des Gespräches Folgendes: Sehe ich tot aus? So fühle ich mich und die gesamte Welt ist mit mir gestorben. Diese Frage kam Nanemaker zunächst recht eigenartig vor, doch dieser witzelte und sagte zu Thomas, dass er noch lebendig genug aussehen würde. Nanemaker bemerkte zudem, dass die Kleidung von Meehan völlig durchnässt und seine Schuhe vermodert waren. Um 21.30 Uhr ging der Motelangestellte Harry Young auf das Zimmer von Meehan und wollte ihm mitteilen, dass der Anruf an seine Frau nicht durchgestellt werden könnte, da ein Sturm die Telefonleitung beschädigt hätte. Young bemerkte, dass Meehan nun einen schwarzen Anzug mit einem weißen T-Shirt trug. Dies war das letzte Mal, dass Meehan gesehen wurde. Der Motelbesitzer war sich sicher, dass Meehan das Motel nicht mehr verließ. Um 22.45 Uhr zog die Polizei das Auto von Meehan aus dem Eelfluss und bemerkte, dass die Scheinwerfer noch leuchteten. Das Auto kam scheinbar vom Highway ab und raste direkt in den Fluss, zeitlich etwa auf seinem Weg ins oder vom Krankenhaus. Doch es fehlte Thomas P. Meehan. Es wurden zwar Fußabdrücke entdeckt, die sich von der Unfallstelle entfernten, doch diese reichten nur etwa 10 Meter weit und endeten abrupt. 19 Tage später, am 20. Februar 1963, fand man dann die Leiche von Thomas P. Meehan im Eelfluss, 13 Kilometer vom Fundort seines Autos entfernt. Die Strömung hatte ihn fortgeschwemmt. Die Obduktion ergab, dass er während des Unfalls oder nur wenige Minuten danach gestorben sein muss. Sprich, der Todeszeitpunkt lag in etwa zwischen 18.30 Uhr und 19.30 Uhr, also in etwa eine halbe bis eineinhalb Stunden vor seinem Eintreffen im Motel. Da dies ein sehr gut dokumentierter Fall ist, der offenbar mit einer Geistererscheinung zu tun hat, merke ich hier noch einmal an, dass ich alle Daten zu diesem Fall den Polizeiakten entnommen habe, die Quelle also seriös ist. Doch wie kann das sein? Als Meehan um 20 Uhr wieder im Motel eintraf und als nass und vermodert beschrieben wurde, war er laut der Polizei bereits tot. Natürlich ermittelte die Polizei, ob es sich dabei um einen Irrtum gehandelt haben könnte, doch fanden sie bald schon heraus, dass dies kein Irrtum war. Meehan wurde um 20 Uhr von mehreren Zeugen gesehen, die unabhängig voneinander aussagten, dass er durchnässt im Motel auftauchte. Sogar ein Lügendetektor kam zum Einsatz, wobei das Ergebnis war, dass der Motelbesitzer Nunnemaker die Wahrheit sprach. Im Krankenhaus kann Meehan im irdischen Sinne eigentlich auch nicht gewesen sein, da sich der Unfallzeitpunkt und der Zeitpunkt des Krankenhausbesuches in etwa überschneiden. Doch die Warteliste mit Meehans Namen war noch vorhanden, als die Polizei den Fall ermittelte. Die Frage ist, ob wir es in diesem Fall wirklich mit einem Geist zu tun haben oder ob es doch ganz anders war. Wie eingangs erwähnt, stuft die Polizei diesen Fall als unerklärlich und ungelöst ein, weil sich keine logische Erklärung dafür finden ließ. Man kann also sagen, dass X-Faktor das Unfassbare sich an einem wirklich unerklärlichen Fall bedient hat. Und das war Kronfaktor zu der X-Faktor-Folge Der geheimnisvolle Mr. Hibbert. Ich muss ehrlich sagen, dass ich dieser Folge früher nie die Aufmerksamkeit zukommen ließ, die sie spätestens jetzt verdient. Ich hatte sie mir für dieses Video noch einmal angeschaut und muss sagen, die Folge ist sogar richtig gut. Und wenn man dann noch weiß, dass die Folge beinahe 1:1 vom echten Fall übernommen wurde, dann wird sie noch umso einiges gruseliger. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Folgt mir gerne auch bei Facebook, Instagram und/oder Telegram.
Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Woche, was auch immer. Euer Krone SK, bis zum nächsten Mal.